Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Ich bin Rotmac und wir spielen ab heute Lost Sea. Ja, das Spiel ist heute auf Steam erschienen am 5.7.2016 und ich habe mir das bereits vorgemerkt gehabt, weil mir der Trailer irgendwie extrem gefallen hat und ich habe dann bei einem anderen Kollegen gesehen, wie das Gameplay so funktioniert. Das hat mir richtig gut gefallen. Und deshalb habe ich es mir gekauft. Auf Steam ist gerade auch noch Aktion. Ich glaube irgendwie um die 12 Euro oder so bezahlt man jetzt. Ja, auf jeden Fall wollen wir das Ding jetzt spielen. Und ich will auch gar nicht viel darüber sagen, weil ich weiß selber nicht, was uns da raus erwartet. Von der Geschichte her oder so. Wir beginnen einfach mal und erleben das zusammen. Neues Spiel, los geht's. So, dann können wir hier also einen Charakter wählen. Wir schauen uns die eben mal alle ganz kurz an. Das sind alles so Seemannsleute. Aber auch Frauen sind mit von der Partie. Hier der coole Jack oder wer das auch immer sein soll. Auf der anderen Seite gab es hier auch noch ein paar. Die haben wir alle gesehen. Hier der Malonmann. Hier ist die Winston-Frau. Was? Ui. Ja, aber du bist ganz ein Schicker. Oh Mann, nee. Und die Pilotin. Ja, okay. Aber ich würde sagen, wir nehmen den Melonenmann. So, der gefällt mir am besten. Der hat was Mysteriöses an sich. Und ich spiele mit Gamepad. Mir wurde gesagt, mit Gamepad geht das um einiges besser. Und ich glaube, dass sofort, wenn ich das Gameplay anschaue. Deshalb wird hier das Gamepad zum Zuge kommen. Und wir starten hier mal. Los geht's. Was ist passiert? Ich kann mich nur noch erinnern, in diesen schrecklichen Sturm geflogen zu sein. Zum Glück habe ich überlebt. Ich glaube, ich sehe mich hier erstmal nach etwas Brauchbarem um. Mit bewegst du deinen Spieler und mit kannst du dich umsehen. Okay, ganz eine simple Steuerung. So Kamera bewegen, so Spieler bewegen. Also mit den Sticks ist sowieso klar hier was. Eine Machete. Sowieso klar, was mit dem Gamepad angeht. Und wir haben eine Machete gefunden. Sehr schön. Das könnte hilfreich sein. Zumindest kann ich mich jetzt verteidigen. Gegen die Kisten hier. Oder die Büsche. Oder, ne? Fässer. Drücke X, um die Machete zu schwingen. Mit der Machete können auch Büsche, Kisten und andere Objekte zerstört werden. Okay, testen wir gleich mal aus. Sehr schön. Und wir können Münzen sammeln. Yay! Das wird ein Spiel mit, ja, sehr viel Zeitaufwand, weil ich will immer alle Münzen haben. Münzen? Alle Münzen haben, die ich irgendwie sehe in Fluchtsaal. Nee, geht nicht. Das ist also mein Helikopter. Mein Flugzeug. Ja. Sieht übel aus, aber ich lande natürlich auch draußen. Ah, die Scheibe hat auch ein Loch. Hier sieht man in der Scheibe ein Loch. Da war ich drin. Sehr schön. So, die Büsche können wir alle zerstören hier. Alles klar. Dann gehen wir mal auf die Suche nach Antworten. Wo sind wir hier? Was machen wir hier? Wo wollten wir hin? Wo kommen wir her? Und wir können metallische Kisten zerstören und... Oh. Huch. Was war das für ein merkwürdiges Geräusch? Ich glaube, da könnte jemand in Gefahr sein. Dieser Ort scheint ziemlich gefährlich zu sein. Ich sollte auf jeden Fall vorsichtig sein. Sein, sein, sein. Da kommen in zwei Sätzen 500 Mal das Wörtchen sein vor. So, runterspringen geht auf jeden Fall. Was haben wir denn da? Ein Schlüssel wird benötigt. Okay, ich werde wahrscheinlich auch so 15 Minuten Videos machen und ich muss auch noch dazu sagen, es ist relativ früh am Morgen. Es kann sein, dass ich die ersten Folgen ein bisschen verpeilt wirke, aber hey, das kennt ihr ja. Aber es ist ziemlich früh am Morgen, ziemlich, ziemlich früh.
Naja, interessiert euch nicht. Alles klar. Was haben wir denn hier? Ein Hühnchen. Bock, bock, bock. Kann man das... Boah, one-hitten? Seltsamer Mann. Das wurde aber auch Zeit. Ich wollte diesem Vieh gerade zeigen, wo es lang geht. Sekunde mal. Du siehst aber nicht wie mein Assistent aus. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Wie bist du hierher gelandet? Lass mich raten. Du bist bestimmt in einen Sturm geraten, oder? Stimmt's? Oder habe ich recht? Das bedeutet ja. Schnell, folge mir. Trödle nicht herum. Es gibt keine Zeit zu verlieren. Folge dem seltsamen Mann. Ja, natürlich gibt's keine Zeit zu verlieren. Wir müssen hier los, Tempo Teufel. Da gibt's noch Kissen, Münzen sammeln. Da kommt der Schweizer in mir wieder hervor, weißt du? Bisschen Geld sammeln, Gold, Münzen, da gönne ich mir die Zeit. Was haben wir denn da oben? Eine kaputte Brücke. Und Münzen. Yay, noch mehr Münzen. Ich liebe Münzen. 44 Münzen. Das erinnert mich so richtig an die, irgendwie, ich weiß auch nicht, an die 90er-Spiele. Auch die Grafik finde ich, ich finde die irgendwie extrem cool. Ich weiß nicht warum. Der Typ will da rechts entlang. Da mache ich erstmal hier links alles kaputt. Und wieder erstmal links rum. Wie gesagt, ich will alles erkunden. Ich will alle Münzen. Weil mit den Münzen kann ich mir bestimmt ganz viele Sachen kaufen. Ich habe keine Ahnung, was ich mit den Münzen am Ende kann. Wir sehen auch rechts übrigens einen Kompass, der mir eigentlich gar nichts sagt. Eine Karte habe ich auch nicht. Ich kann nicht sprinten. Ich gar nichts. Ich kann nur schlagen und fertig. Und die Kamera drehen. So. Wieder runter. Da. Ah, da war die. Okay, da waren wir schon. Dann gehen wir jetzt mit dem Typen mit. Mit dem seltsamen Mann. Wo ist er denn hier? Jetzt bleibt er einfach stehen. Ansprechen. Tun wir doch. So, da wären wir. Also, hör mal zu. Laut führenden Wissenschaftlern ist der Sturm, in den du geraten bist, in Wirklichkeit... Na? Ein Portal in eine andere Welt. Okay. Du bist jetzt der neueste Pechvogel, der hier im Bermuda-Dreieck gelandet ist. Ah, okay, wir sind im Bermuda-Dreieck, alles klar. Ich weiß das alles, weil ich nämlich der führende Wissenschaftler bin. Und ich und mein Assistent... Ach, nicht schon wieder. Wo treibt sich dieser nutzlose Person schon wieder herum? Hier, nimm diese Laterne und finde meinen Assistenten. Ja, wir haben eine Laterne! Alter, wie sind wir denn drauf? Wir haben eine Laterne und es regnet. Und wir brauchen die unbedingt. Und hier ist eine Bucht oder so. Münzen, ja. Geil. Okay, wir sind im Bermuda-Dreieck. Jetzt ist der Fall klar. Aber was mit der anderen Welt? Wieso eine andere Welt im Bermuda-Dreieck? Sind wir jetzt hier... Eine andere Dimension, Werkbank, A benutzen. Machen wir. Momentan befindet sich hier niemand. Das ist so gut so, dann kann man Sachen einpacken. Was haben wir denn da? Eine Karte. Die ist aber leer. Okay. Dann müssen wir jetzt diesen Assistenten suchen gehen. Die Frage ist halt, wo treibt sich dieser Assistent rum? Oh Mann, 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 ich habe schon viel erlebt, aber verlorene Assistenten, das habe ich in meiner Lebzeit noch nie gesehen. Dann gehen wir wieder ein bisschen auf der Insel nachschauen, vielleicht taucht er ja irgendwo wieder auf. Man weiß es ja nicht. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus. Ah. Das ist der Herzebub hier. Fähigkeiten, Zimmermann. Kann Brücken reparieren, um versperrte Gebiete zu erreichen. Schlosser. Kann Schatztruhen öffnen. Hartnäckig.
besitzt deutlich mehr Lebensenergie als gewöhnliche Besatzungsmitglieder. Der hat drei von vier Fähigkeiten ausgefüllt. Finde ich gut für den Anfang. Sehr gut. Besatzung. Nanu, wer bist du? Und nach all dieser Zeit? Wenn du hier bist, dann könnte das Portal endlich wieder offen sein. Bitte hilf mir zu entkommen. Ich sitze hier seit viel zu langer Zeit mit diesem Verrückten fest. Hier, schau mal auf diese Karte. Oh, wir haben eine Karte gekriegt. Drücke um die Kartei zu öffnen. Die Karte zu öffnen. Tun wir doch. Ohne diese antiken Tafeln findet man sich in den Gewässern hier nicht zurecht. Auf jeder Insel befindet sich mindestens eine Tafel. Auf dieser Insel sollte eine hinter diesem Tor sein. Um zu der Tafel zu gelangen, müssen wir nur die Brücke reparieren, den Schlüssel einsammeln und das Tor öffnen. Ja, easy! Und das alles vor dem Mittagessen, ne? Okay, wir haben also eine Karte. Da habe ich schon zu früh rumgeweint. Sehenswürdigkeiten haben wir 3 hier. Dann Spieler ist klar. Die Kamera, dann das Tor. Das haben wir auch schon gesehen. Tafeln 0 von 1. Besatzung 1 von 1. Das haben wir schon erreicht in dieser Map. Dann kommen wir wahrscheinlich, so wie es aussieht, auf verschiedene Inseln im Bermuda-Dreieck. Aha, interessant. Schatz 0 von 0, da gibt es gar keinen. Und Gebiet 3 von 4. Da kommen wir wahrscheinlich erst hin, wenn wir die Brücke repariert haben. Ach ja, bevor ich es vergesse, diese Monster. Aber du siehst stark genug aus. Du kommst sicher mit ihnen klar. Ich werde dir ab sofort folgen. Falls wir angegriffen werden, lasse ich mich etwas zurückfallen, bis es wieder sicher ist. Also mit anderen Worten, du machst den Franzosen. Repariere die Brücke und finde den Schlüssel. Das tun wir doch. Mal schauen, ob wir die Brücke, die haben wir doch schon gesehen, die war doch da oben, ne? Die war doch hier. Ah, sehr schön, oder? Oder nicht? Oder doch? Hier, reparieren. Okay. Da haut der Typ plötzlich mal eben eine Brücke hin. Wie cool bist du denn? Dich nehme ich mit, Freundchen. Und diese Metallkiste zerstört. Münzen gesammelt. 83 Münzen. Und da ist ein Schlüssel. Wir haben den Schlüssel gefunden. Jetzt lass uns das Tor öffnen und die Tafel holen. Das machen wir doch. Wir haben einen Schlüssel im Inventar und können hier Pflanzen runterspringen. Und hier haben wir das Tor. Entriegeln. Wir haben es fast geschafft. Sobald du dich in der Nähe einer Tafel befindest, fängt deine Kompasslampe an zu blinken. Oh, die blinkt wie wild. Hoi. Schau dir diese Kompasslampe an. Die dreht ja voll im Rad. Oh, wow. Was ist denn das, ein Dino? Komm her, du Dino. Bam, bam. Der wehrt sich gar nicht. Einmal angegriffen und dann ist er paralysiert. Paralysiert, sag ich euch, Freunde. So, was haben wir denn hier? Wir haben schon ein bisschen Life verloren. Ei. Das tut weh. So, dann gehen wir erstmal hier. Das sieht ja so aus, als müssten wir da in der Mitte rauf. Wir gehen aber erstmal hier. Auf der Seite rauf. Hier gibt es eine Kiste. Da gibt's, da ist die Tafel. Die lasse ich aber noch. Ich will nicht, dass hier plötzlich heißt, hier, wow, sie haben den Level geschafft. Nein, ich will hier alles. Also Schatztruhe. Oh, da gibt's Schweine. Schweinebärmänner. Die kommen auch in jedem Spiel vor. Schloss knacken. Das kann er ja auch, der Gute. Hat die Fähigkeit dazu. Okay. Tu das mal auf hier. Ja, aber heute noch, mein Freund. Yay! Was ist denn das? Was ist das? Ich glaube, das kannst du sicher gut gebrauchen. Drücke, um einen Gegenstand zu benutzen. Ja. Ich drücke. Oh. Jetzt habe ich mich geheilt. Okay. Alles klar. Jetzt habe ich 100 live geheilt für wahrscheinlich 10 Schaden, die ich gefressen habe. Oh, eine Blume. Uiuiui,
Oh. Okay, alles klar, alles klar. Ja, cool. Ich muss sagen, das Ding macht echt Laune. Ich habe jetzt erst, was haben wir, eine Viertelstunde gespielt. Jetzt ist dann auch gleich die Episode, die Folge durch. Oh, da drüben gibt es einen Baum, der leuchtet lila. Und ich liebe lila Bäume. Und Büsche zerstören. Ah, schütteln. Hehehe, wir schütteln uns einer von der Palme. Duck, duck, duck. Was gab das jetzt? 10 plus 10 plus 10, ja was? Heal? Halt das hoch. Okay. Nice. Nice. So, dann nehmen wir jetzt eben die Tafel hier. Ich glaube, wir haben alles gesehen. Aufheben. Y, aufheben, Besatzung. Ach komm, ich nehme die schon mit. Es geht in Ordnung. Du hast eine antike Tafel gefunden. Tafeln sind wichtige Gegenstände, die auf jeder Insel versteckt sind. Wenn du oder deine Besatzung getroffen werden, fällt die Tafel auf den Boden. Drücke A oder schwing einfach deine Machete, um die Tafel abzusetzen. Zeige die Tafel zum Dock. Hätte ich es doch lieber ihm gegeben, ne? Kann ich A drücken, sie absetzen, so. Und jetzt kann die Besatzung sie aufheben. Weil ich habe die Laterne, nicht wahr? Komm mir nach, Junge. Und der Kompass zeigt uns auch an, wo der Hafen ist, der sichere Hafen. Hier beim Schief. Oder? Ich glaube, ich bin richtig hier. Ja, ja, alles klar. Alles richtig. Dann gehen wir zurück und setzen die Tafel da in die Karte, die wir gesehen haben. Ich hoffe doch, wir kommen hier lang. Nee, mal die Karte konsultieren. Doch, das stimmt eigentlich schon. Sollte da hinten sein. Ja, da ist ja auch, da sind überall Schilder montiert. Zum Hafen, da Alarm bitte. Dann sind wir gleich da, oder? Da drüben. Da drüben. Ja, hier, alles klar. Kamera. So. Dann tun wir die da rein. Du hast die antike Tafel gefunden. Ich wusste, dass sich meine Arbeit auszahlen wird. Deine Arbeit? Vielleicht können wir jetzt endlich von dieser doofen Insel verschwinden. Leg die Tafel zu den anderen Forschungsunterlagen. Bring die Tafel zum Kartentisch. Ja, tu es. Ha, mal reingeworfen. Und jetzt? Jetzt passiert nichts, oder was? Jetzt streckt er sich ein bisschen, er ist müde, so wie ich auch. Nur gut, dann gehen wir mal schauen, was da passiert, wenn wir jetzt aufs X... Da passiert gar nichts. Hä? Haben wir jetzt... Ah, da können wir sogar zoomen. Und, ah, sehr gut. Wir haben... Was haben wir denn? 4 von 4, 1 von 1, Tor, Spieler, Sehenswürdigkeiten. Wir haben alles gemacht. Wir haben alles gemeistert. Wie kommen wir denn da raus? Werkbank. Wie du wahrscheinlich schon festgestellt hast, ist diese Insel mit Schätzen übersät. Bring mir Goldmünzen und ich verkaufe dir dafür meine begehrten Schiff-Upgrades. Ach, es ist so schön, endlich wieder Kundschaft zu haben. Vielleicht hast du ja schon genug Münzen, um etwas zu kaufen. Ach ja, übrigens bin ich nicht nur ein genialer Schiffsbauer, sondern ein erfahrener Pfadfinder. Sammle Erfahrungspunkte von besiegten Gegnern ein und ich kann dir lebenswichtige Fähigkeiten beibringen. So, jetzt haben wir aber genug gequatscht. Lass uns in See stechen, oh Mann. Ich hoffe, der sagt nicht mehr so viel im Spiel. Das ist echt bemühend, so zu reden. Insel verlassen. Schatzkammer. Kann ich... So, kann ich. Fähigkeiten. Kann ich mal ganz kurz anschauen da. Beschreibung. Moment, Entschuldigung. Muss ich kurz husten. Upgrades. Sprint. Was Sprint? Kann ich Sprint kaufen? 150 von 150 habe ich doch. Ich habe 160 sogar. Plünderer... Die kann ich alles nichts kaufen, aber hier halte RT gedrückt, um schneller zu laufen. Benötigt Ausdauerenergie. Das klingt eigentlich ganz gut. Äh,
Da brauche ich so viele. Komm, ich kaufe das mal. RT ist gemerkt fürs nächste Mal. So. Dann Schiff-Upgrades. Habe ich ein Schiff? Habe ich ein Schiff? Vorderdeck, Inseln mit Schätzen werden auf der Seemarke markiert. Krähennest 1, eine Tafel wird per Zufall auf der Karte gekennzeichnet. 1 von 3. Ist auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob es schlecht ist oder nicht. Keine Ahnung. Schätze. Inseln mit Schätzen. Ach komm, ich kaufe einfach mal, was ich kaufen kann. Ich meine, für irgendwas sammle ich die Münzen. Schatzkammer. Da haben wir noch gar nichts in der Sammlung. Alles klar. Dann können wir Insel verlassen. Aber Freunde, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich denke, wir sind gut vorangekommen. Zwischen 15 und 20 Minuten will ich die Folge machen. Das passt momentan ganz gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmac. Ciao.